eine der ehemals besten Stimmen der Welt. Thomas Quasthoff. Quasthoff, er ist Balsam für unsere Seele. Hat er was getrunken? Nein, aber Rappen wäre eine Alternative, wenn man mit klassischer Musik aufgehört hat. Ja, aber... Nein, es war ein Scherz, Entschuldigung. Jetzt hätte er uns beinahe dran gekriegt. Ne? Seifenstein, spielen Sie irgendwas vom Quasthoff, damit wir unsere Ohren auswaschen und desinfizieren können. Zu Befehl, Majestät, Hofbildstelle, bitte. Seid fruchtbar, wachsend, mehret euch, erfreuet euch. Bravo, aber man muss auch sagen, da hat er jetzt ein bisschen den Swag aufgedreht, gell? Ein Angeber ein bisschen. Es ist so geschrieben, Eure Majestät. Ja, ja, sicher. Haydn ist schuld, aber tot. Ja? Ja. Jetzt fragen Sie sich, warum, ne? Nein, aber man, es hilft. Es hilft? Ja, es hilft. Dass er tot ist? Naja, man kann Fehler machen, ohne dass der Komponist sich aufregt. Richtig, ja. Ne? Insofern könnten wir uns freuen, dass wir auch einmal... Nein. Eines Tages, dass wir... Nein. Soll sich doch jemand aufbuddeln, dass wir einen Fehler machen? Ist uns doch wurscht! Lieber leben und Fehler machen, als tot sein und recht haben, nicht? Oder? Stimmt. Ja? Stimmt. Wie ist er denn zur Musik gekommen? Das liegt in der Familie. Wirklich? Der Vater hat gesungen. Und es gibt erste Aufnahmen von mir, da bin ich 3 Jahre alt und singe Liebeskummer lohnt sich nicht. Nein! Man weiß ja in dem Alter, von was man spricht. Ja. Und, ja, ja, wenn die Mutter einem die Tuteln wegnimmt, furchtbar. Furchtbar. Ja. Und der Papa hat was gesungen? Welche Tonlage? Selbe Ton? Da. Ganz unten. Ja. Naja, es gibt immer den Spruch, was machen Sie beruflich? Ich, vielen Dank. Das, Und ist er auch verheiratet? Ja. Ja, er ist auch verheiratet. Ja, glücklich und gerne. Schau. Ja. Das gibt's noch. Immer die Besten trifft's als Erster, gell? Ja. Warum wirft man sich vor den Zug der Ehe, heißt? Das haben wir nie verstanden. Liebe? Geh bitte! Will ein Glas Champagner haben? Herzlichen Dank. Aber Nein. Wir trinken. Ist ihm das eh recht, dass wir trinken? Ja, man muss sich seine Gäste ja schön saufen, ich kann das verstehen. Also er hat ja aufgehört, aktiv zu singen. Ne? Ist es so, dass eine Stimme halt auch ein gewisses Ablaufdatum hat? Irgendwann einmal? So wie, ja, wenn man es merkt schon, ja. Wirklich? Ja. So wie beim Fußballer, dass man sagt, schau. Ja, es ist ein die Stimmbänder sind Muskeln und Muskeln werden älter. Das ist einfach so. Eure Majestät werden das auch noch merken. Nein, noch nicht. Nein. Noch nicht. Nein. Noch nicht. Vielleicht, ja, vielleicht wenn man eines partiell, Tages 30 partiell. Sind. Ja. Ja. Aber wir haben gehört, dass er auch ein komödiantisches Talent hat. Also nicht, dass man es nicht eh schon... Das ist eine Lüge. Wirklich? Ja, ich bin ein durch und durch ernsthafter Mensch. Seifenstein, da haben wir sogar einen Artikel gelesen. Wie war das, was wir gesagt haben? Das heben wir auf. Sehr wohl, Majestät, Herr Quasthoff gab im Spiegel zu Protokoll und ich sage Ihnen, Sie können mich wirklich auch heute noch 2 Stunden vor Leute stellen und die unterhalte ich Ihnen, das kriege ich hin. Ha! Na? Husch! Gesagt, getan.
Jetzt soll ich einfach loslegen, ja? Bitte schön. Liederabend in der Wiener Staatsoper. Der Sänger ist grauenhaft und singt eine Zugabe nach der anderen. Und es sitzt immer einer im Publikum, der ruft: Bravo, weiter, da capo, weiter, bravo! Es kommt wieder eine Zugabe und es ist wieder furchtbar. Und es kommt noch eine Zugabe und irgendwann wird es dem Stuhlnachbarn zu bunt und sagt: Sagen Sie mal, gefällt Ihnen das wirklich? Nein, aber heute machen wir ihn fertig. Ausgezeichnet. Danke. Für einen Deutschen kann er hervorragend einen Wiener nachmachen. Wirklich. Der erste, das ist ein Kompliment. Ein großes Kompliment. Ich kann auch Helmut Kohl nachmachen. Jetzt. Wollte ich nur mal so. Ja, wir kennen jemanden, ja, der kann zum Beispiel hervorragend Robert Licherl nachmachen. Kennt keine Sau mehr. Ein verschleudertes Talent. Ja. Ne? Ja. Wer interessiert sich heute noch für den Helmut Kohl? Der Staatsanwalt, wenn er wüsste, was da wirklich passiert ist. Ja, damals, das schon. Ne? Ja. Nein, dafür war er zu wichtig. Da interessiert sich die Staatsanwaltschaft nicht mehr. Schon, aber sie darf dann halt nichts machen. Sie gehen in Beugehaft, wenn Sie nicht sagen, wer gespendet hat. Nein, ja. Sage ich nicht. Ja, aber da war er dann auch konsequent. Und das ist gut? Ja. Das ist eine Ausrede? Das, in Deutschland reicht das, ja. Wirklich? Ja, ja. Nein, in Österreich nicht. Da sagt der Karl-Heinz Gasser, ich war nicht, nein. Und sofort kommt die Justiz und sagt, naja. So viele Worte brauchst du in Deutschland nicht. Das, ja, wir sind mehr kommunikativ. Das unterscheiden uns wahrscheinlich. Ne? Ja, das ist mehr das Volk der Gesten. Also, Quastorf, wir sind sehr, sehr dankbar. Einzig, wir hätten halt gern, dass er für uns noch was singt. Mhm. Es täte uns halt so freuen, wenn er halt noch was für uns singen täte. Mhm. Möchte er was Klassisches? Was ihm einfällt, was ihm gefällt. Na gut, auf eure Verantwortung. Im tiefen Keller sitz ich hier bei einem Fass voll Reben, bin frohen Muts und lasse mir vom Allerbesten geben. Die ganze Welt erscheint mir nun in rosaroter Schminke. Ich könnte keinem Böses tun und trinke. Seifenstein, sehen Sie, so reinigt man eine Seele. Er hat uns den ganzen Schmutz von der Seele gesungen. Es war mir ein Vergnügen, Eure Eine Meister. Schallreinigung war das. Vielen Dank. Im Gegensatz zu dieser Schallwaffe vorhin. Ja. Also, wir danken ihm, dass er da war. Wir wünschen ihm alles erdenklich gut. Wir hoffen, ihn bald wiederzusehen. Gerne. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch mal ein bisschen brav sein. Jawohl. Vielen Dank.